Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in unserem Aquapark. Und wir haben ja beim letzten Mal hier diesen Anfang gebaut und wenn ich mir den so angucke, gefällt er mir eigentlich schon recht gut. Und heute machen wir uns auf jeden Fall an die nächste Insel und an unser erstes Gehege. Das wird ungefähr hier irgendwo sein. Was man zu den Gehegen auf jeden Fall schon mal sagen kann, wir müssen wahrscheinlich uns auf wenige Gehege beschränken und dafür etwas größere Dinosaurier nehmen. Und mal schauen, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Dinosaurier ihr gerne hier in unserem Aquapark haben würdet. Natürlich wären am besten irgendwelche Dinosaurier, die auch thementechnisch hier reinpassen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an und machen uns an die Arbeit. Und los geht's. Also als allererstes mache ich mal hier diese Strecke erstmal wieder weg. Die werden wir gleich platzieren, nachdem wir unsere nächste Insel gebaut haben, weil, ja, macht jetzt noch keinen Sinn, dass die da rumfliegt. Und ich würde sagen, ich fange erstmal an, bevor ich jetzt die Insel ziehe, hier oben nochmal etwas, das mal eben schauen, in welchem Abstand wir das machen. Ja, das Ding ist, wir dürfen natürlich nicht zu viel Wasser entfernen, weil sonst wäre es kein Aquapark mehr. Das heißt, wir müssen immer echt viel Platz zwischen den Inseln lassen, dass zumindest das alles noch so aussieht, als wenn es auf dem Wasser wäre und nicht, dass es so aussieht, dass ein bisschen Wasser zwischen den Inseln ist. Ja, und deswegen, ich erhöhe hier mal eben, weil hier oben möchte ich nochmal so einen ganz kleinen Ausguck machen. Dann müssen wir mal schauen. Ist die Position denn gut? Ja, ist ungefähr mittig. Genau, und hier machen wir dann wieder so ein kleines Türmchen drauf. Nicht zu platzverschwendend. Von der Sicht her schön mittig. Ah, so ungefähr. So ist gut. Vom Platz her kann sogar noch ein bisschen zurück. Und so. Und dann kleiden wir hier die Fläche wieder ein bisschen mit Weg aus und dann müssen wir mal schauen, wie wir hier einen Weg hinbauen. Die Fläche ist fertig und genau von hier aus müssen wir jetzt hier noch einen Weg runterbauen auf jeden Fall. Und dann so eine, ja, so eine Brücke sozusagen hier auf die Insel. Vielleicht sollten wir erstmal die Insel erstellen. Müssen wir mal eben schauen, wie genau wir das machen. So, eine Insel. Na, im Prinzip müssen wir das ein bisschen dieser Rundung hier anpassen, die Insel, damit das gut aussieht wahrscheinlich. Ich mache das jetzt einfach mal so ein bisschen nach Gefühl. Wie gesagt, wir müssen ja auch etwas Abstand lassen. Es muss viel Wasser vorhanden sein, damit das Ganze dann im Endeffekt auch aussieht wie ein Wasserpark. Also wir können jetzt hier nicht mega nah rangehen. So. Na, ich weiß nicht, ob das... Der Bogen hier gefällt mir noch nicht ganz, muss ich sagen. Aber die Insel werde ich sowieso gleich noch bearbeiten. Wir machen jetzt ungefähr die Form erstmal. Das Ganze soll dann nachher natürlich noch ein bisschen natürlicher aussehen. Ist jetzt ja so ein bisschen viereckig noch. Aber das passen wir dann sowieso noch an. Nur, dass wir ungefähr die Form haben. Ich glaube, das gefällt mir so. Kommt das denn hin vom Bogen her, dass das passt? Boah, ich denke schon. Ah, das könnte cool aussehen. Hier müssen wir auch einmal auf jeden Fall Land ziehen, weil hier werden wir gleich eine Brücke bauen sozusagen, hier runter. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal mit dem Glätten-Tool hier so ein bisschen so eine Ebene schaffen, dass das auch vernünftig begehbar ist. Das ist ja auch immer nicht so einfach. Ja, das wird halt einmal ein bisschen steiler, aber ich glaube, das sollte so passen. Das bleibt dann halt, geht nicht anders. Ich meine, viel mehr glätten können wir hier nicht. Ui, geht das voll runter, sehe ich gerade. Das kommt bestimmt durchs Glätten. Ich mache stark von aus. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es durchs Glätten kommt, aber das macht nichts. So, ja, passt. Okay. Und dann führen wir hier nämlich... Ich überlege gerade, ob wir hier eine andere Wegfarbe nehmen. Ja, warum nicht? Sieht eigentlich ganz cool aus. Hier runter. Und dann wäre das hier sozusagen der Weg von dieser Insel zu dem Turm. Weil wir werden im Endeffekt dann hier von dieser Einschienenbahn eine Strecke hin zu dieser Insel machen. Und dann kann man hier auch zu diesem Turm am Rand gehen. Müssen wir mal eben jetzt hier das Wasser hier wieder neu hinzeichnen. Ja, die Insel, wie gesagt, die wird sich sowieso noch ständig verändern. Ich mache das jetzt immer erstmal grob, damit wir zumindest eine
Anfangspunkt haben, so. Wie gefällt mir das denn? Das gefällt mir, glaube ich, schon ganz gut. Und dann könnten wir nämlich hier schon mal die Brücke mit einem Zaun vervollständigen. Das sollte eigentlich recht fix gehen. Dann schauen wir gleich mal, wie das Ganze aussieht. Dürfte eigentlich so ein bisschen zumindest wie eine Brücke aussehen. Klappt hier wieder super mit dem Bauen machen. So, sogar ganz gut geklappt. Und jetzt haben wir sowas wie eine Brücke hier. Das kann man schon als Brücke durchgehen lassen, oder? Also eine viel bessere Möglichkeit haben wir leider nicht. Und wenn wir das Ganze jetzt hier verkleiden, hier oben müssen wir eigentlich auch noch Zaun eben schnell hinziehen. So, ich habe das Ganze soweit fertig gemacht. Ich finde, der Weg hier nach oben geht eigentlich klar von der Steilheit her, oder? Also den kann man schon gut laufen. Hier oben habe ich erstmal so eine etwas dickere Mauer gemacht, aber ich glaube, hier vorne werde ich die wieder ersetzen, und zwar durch diesen Zaun hier. Aber ich glaube, das mache ich nur nach vorne. Hier hinten die Wände lasse ich so, damit man ein bisschen Abwechslung hat. Und ja, dann hat man hier schon mal so eine kleine Aussichtsplattform. Gefällt mir gut. Da müssen wir natürlich wieder alles mit Bäumchen gut verkleiden und verstecken. Dann sieht das Ganze auch natürlicher aus. Und natürlich müssen wir hier wieder aufpassen, dass wir... Die Sicht ist nicht beeinträchtigt, denke ich, durch die Bäume. Wir dürfen halt nicht zu hoch gehen bei diesen Türmchen. Ich finde, diese Türme sind echt ein schönes Element und die machen im Endeffekt dann auch echt eine schöne Übersicht über den Park. Was ich sehr gerne mag und deswegen mache ich die auch so gern. Vor allem kann man die sehr gut hier mit den Wegen verkleiden. Das gefällt mir. Seht ihr das, wie nah dran man hier mit Wegen bauen kann? Das finde ich sehr, sehr schön. Das geht leider bei den, wie heißen die Dinger denn? Bei den Beobachtungsgalerien nicht so gut, aber... Naja, so ist das halt. Okay, jetzt haben wir hier unseren kleinen Aussichtsturm und jetzt müssen wir hier unsere erste Insel, wo unser erstes Gehege drauf soll, bebauen. Und ich würde sagen, wir fangen da an mit einem Weg außenrum um die Insel. Das machen wir aber, glaube ich, wieder. Müssen wir eben schauen jetzt. Ziehen wir erstmal den Weg und dann verbinden wir das Ganze mit der Brücke. Vielleicht können wir hier wirklich auch so eine Kurve machen. Ja, das ist schon mal gut. Wir müssen halt gucken, dass die Form der Insel möglichst natürlich bleibt, weil ich will nicht, dass das so aussieht, als wenn man ja, diese ganze Insel künstlich erschaffen hat. Ich will, dass das alles wie von der Natur geschaffen aussieht. So. Ah, die Form, die ist jetzt wirklich sehr entscheidend. Vielleicht können wir hier auch mal eine eckige Kante reinmachen, damit das etwas natürlicher aussieht. Ich glaube, die Form hier finde ich gar nicht so schlecht. Da passe ich mich, glaube ich, ein bisschen an. So. Dann machen wir hier so einen kleinen Knick noch rein. Von der Gehegegröße her sollte das, glaube ich, auch passen. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, welche Dinosaurier ich hier in das Gehege machen soll. Da bin ich mir nämlich auch noch nicht sicher. Da. Ich glaube, ich würde es an sich cool finden, wenn wir das... So, also das wäre dann die Gehegeform, die wird dann an den Weg herangebaut natürlich. Und hier auf diesem Teil der Insel müssen wir auf jeden Fall noch eine Einschienenbahnstation unterbringen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ihr seht schon, die ist ziemlich groß, aber das kriegen wir, denke ich, mal hin. Aber ich würde sagen, ich mache mal jetzt eben erstmal das Wasser richtig schön da ran hier. So nah es geht. Wir müssen mal gucken, ob wir das überall so nah wie es geht machen. Weil man könnte rein theoretisch auch mal das Wasser nicht ganz nah ran machen.
Und dann könnte man da nochmal so ein paar Bäumchen oder so machen. Zum Beispiel hier so eine Ecke, wo dann das Wasser nicht ganz dran ist. Dann hat man ein bisschen Variation drin. Dann sieht das Ganze ein bisschen natürlicher aus. Also ich meine, dass wir hier einfach nochmal so was Überstehendes machen, wo dann der ein oder andere Baum draufsteht. Wäre ich jetzt nicht so übertrieben. So ungefähr. Ja, ihr werdet schon sehen. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt erstmal den Zaun für das Gehege und dann bringe ich euch zurück. Guten Morgen, es ist wieder Tag, die Sonne geht auf und der Zaun steht, wie ihr seht. Ich habe allerdings eine Sache noch vergessen. Ich muss da in das Gehege oder in den Zaun unbedingt noch eine Beobachtungsgalerie einbringen. Frage ist nur, wie genau mache ich das? Wie ist denn das, wenn man die eigentlich hier hinter platziert? Von der Sicht her. Ich lasse die mal eben kurz fertig bauen, dann können wir mal gucken, ob man dann trotzdem gut reingucken kann. Weil das wäre halt auch mal eine Möglichkeit, die einfach hinter dem Weg und dem Zaun zu platzieren. In der Zeit kann ich mal ganz kurz hier das hier schon mal anpassen. Dass hier der Zaun vernünftig endet. Da, wo es sein soll. So. Und so. Gut, die Galerie braucht noch einen Moment. Was müssen wir denn noch hier drin machen? Wir müssen das Gehege natürlich noch gestalten. Aber das kommt ganz darauf an, was für Dinosaurier wir dann im Endeffekt in dieses Gehege packen. Wir machen mal ganz kurz hier die Büsche nochmal weg. Gucken nochmal hier, dass wir herankommen mit dem Wasser. Nee, geht leider nicht. Der eine Baum hier im Wasser, den will ich auch nochmal entfernen. Ah, die Galerie ist fertig. Sehr schön. Aber an sich hier mit dieser kleinen Dingens, das gefällt mir schon ganz gut. So, dann schauen wir doch mal, wie das von der Vision her ist. Ah, ich weiß nicht. Ist natürlich nicht so nice, wenn man dann den dicken Zaun im Weg hat und dann hier die Leute, die hier langlaufen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall schöner, wenn wir das noch irgendwie hier mit reinbauen. Müssen wir mal eben schauen, wie wir das handhaben. So. Haben wir hier eine Galerie. Natürlich wird das jetzt platztechnisch schon wieder umso schwerer mit der Einschienenbahnstation. Aber gut, das müssen wir dann gleich gucken, wie wir das handhaben. Ich glaube, das war schon hier ein bisschen zu nah an den Weg. Aber das können wir alles anpassen. Ah, hier bei diesen Beobachtungsgalerien kann man halt nicht so gut nah dran bauen. Das ist echt ein Problem. Also im Prinzip könnte ich auch. Wir müssen ja hier nicht ganz nah an den Weg ran. Ich könnte im Prinzip einfach. Ich ziehe erstmal hier. So mache ich mal. Dann könnte ich eigentlich schon so machen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann hier schlängeln wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen am Zaun lang. Und. Ja, das gefällt mir nicht. Oh, so geht eigentlich klar. Kann man auf jeden Fall machen. Wieso ist das jetzt nicht vorbei? Ach, logischerweise, weil das da hinten noch nicht mit verbunden ist. Und jetzt müssen wir als allernächstes auf jeden Fall die Einschienenbahnstation unterbringen. Dafür müssen wir nochmal Wasser entfernen. Entferne erstmal großzügig mehr und dann können wir das ja wieder hinzufügen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir die am sinnvollsten platzieren. Aber ich finde das Ganze eigentlich schon ganz nice, wenn dann hier auch noch so Bäume und so reinkommen. Und hier am Rand müssten wir eigentlich auch nochmal einen Zaun weiterführen. Ich weiß nicht, ob wir. Also hier müsste eigentlich auch nochmal ein Zaun sein, oder? Sonst sind die Gäste so nah am Wasser. Eieiei, ich muss mal gucken, wie ich das gestalte. Das wird ganz schön schwierig. So, die Einschienenbahn. Wo packen wir die denn hin am besten? Könnten die rein theoretisch auch so hinpacken? Ich weiß nicht, ob das so smart ist, weil wenn man mal hier guckt, dann wird die Strecke der Einschienenbahn wird komplett die Sicht hier verdecken. Also das ist, glaube ich, nicht so klug, die so hinzupacken. Da müssen wir nochmal eben gucken, wie wir das am besten machen. Echt so schräg. Hier so schräg hin. Das könnte man tatsächlich machen. Dann könnte man hier hinten wieder einiges an Land entfernen. Nehmen wir Wasserzeichner natürlich. Ich will aber auch gar nicht zu viel entfernen. Ich will hier auch noch ein bisschen bewalden. So. Machen wir mal so. Na, hier müssen auf jeden Fall noch viel, viel mehr Bäume drauf, damit das alles
natürlicher aussieht. Vielleicht auch mal der ein oder andere Baum hier im Wasser. So, jetzt können wir mal die Strecke zeichnen. Davon hängt es jetzt ab, ob das alles gut aussieht oder nicht. Also das ist jetzt echt wichtig, der Streckenverlauf. Wie machen wir das denn am besten? Rein theoretisch könnten wir hier über die freie Fläche, dann sieht das nicht ganz so leer aus. Dann natürlich hier über die Brücke. Hier müssen wir jetzt natürlich gucken. Ich will hier echt nicht die Sicht so hart verdecken. Von dem Turm, weil sonst bringt mir der Turm halt herzlich wenig. So, wahrscheinlich sieht man jetzt gar nichts mehr. Ja. Man sieht nichts mehr, außer ein Schienenbahn. Ah, das ist jetzt doof. Aber wie können wir das regeln? Wir könnten die Strecke hinter dem Turm lang führen. Okay, ich weiß nicht, ob dieser geschlängelte Bogen mir gefällt, aber so sollte wenigstens hier die Sicht nicht beeinflusst sein. Nee. Sollte man hier wenigstens eine schöne Sicht auf das Gehege. Sieht aber von der Einschienenbahnstrecke jetzt her nicht so geil aus. Muss ich sagen. Dieser geschwungene Bogen, der erscheint mir echt zu unnötig. Machen wir vielleicht mal ein bisschen besser. Das einfach gerade ziehen. Das sieht besser aus, oder? Sieht halt hier so ein bisschen leer jetzt aus. Ich dachte halt, wir könnten hier schön mit der Strecke arbeiten. Rein theoretisch könnten wir die. Aber hier lang führen geht auch nicht die Strecke, weil wir dann hier die Türme verdecken. Ah, diese Türme machen es einem echt schwer. Ja, vielleicht bearbeite ich die Strecke ja noch. Vielleicht fahre ich auch mit der Strecke irgendwie hier hinten rum und komme dann von dieser Seite hier hin. Das würde ja auch noch machbar sein. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so, gestalten hier hinten die Insel weiter. Hier muss ich natürlich auch noch irgendwie vielleicht was hinmachen. Vielleicht von hier aus oder von hier aus so einen kleinen Weg hier noch rüber, damit das nicht ganz so leer aussieht. Hier können wir auch das Land erhöhen so ein bisschen und dann vielleicht ein Hotel oder so hier hin machen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil sieht jetzt ein bisschen leer aus. Und wir schauen mal. Das wird sich schon alles noch ergeben. Machen jetzt erstmal hier ein paar Bäumchen hin. Könnten die rein theoretisch auch noch einen Laden hinmachen. Fällt mir gerade mal ein. So, ich habe mir vielleicht überlegt, ich mache das Ganze hier so an die Ecke. Dann könnten wir. Wir müssen halt auch immer noch ein bisschen Platz für Wald lassen. Ihr wisst ja, wie das mit dem Bewalden ist. Man kann nicht mal eben auch so kleine Flächen leider Wald machen. Wäre das ja kein Problem. Man muss halt immer große Flächen freilassen. Das ist echt doof. So. Aber ich muss hier auf jeden Fall noch ein zweites Lokal machen. Sonst sieht das, glaube ich, komisch aus. Vielleicht irgendwas Kleines, eine Spielhalle. Oder sowas. Hier vielleicht hin. Schauen wir mal. Dann bewallen wir das Ganze mal. Da gehen wieder kaum Bäume hin, wie ihr seht. Echt schade. So, wir verbinden mal eben erstmal den Weg. Und dann haben wir auch diese blöden Symbole da nicht mehr über den ganzen Gebäuden. So. Und so. Okay. Boah. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich glaube, hier müssen wir tatsächlich auch noch ein drittes Gebäude noch machen. Irgendein, auch ein kleines, vielleicht so ein Seengebiet. So. Passt schon. Auch wenn das jetzt auch wieder gegenüber von der Beobachtungsgalerie ist. So. Ich würde jetzt tatsächlich gerne schon in dem Gehege so ein paar Bäumchen platzieren. Ja, von dieser Seite darf ich gar nicht so viele machen. Man muss hier noch durchgucken können. So und so. Natürlich auch noch ein paar Büsche. Büsche müssen wir ja auch noch mal machen, ganz dringend.
Immer so hier am Rand und sowas. Aber auch nicht zu viel. Wir müssen halt immer mit dem Entferntool noch arbeiten, dass das nicht so übertrieben ist. Ja, der Baum gefällt mir da nicht. Der muss wieder weg. Okay, wie ist denn die Sicht von hier? Kann auf jeden Fall gut in das Gehege gucken. Das ist gar nicht so verkehrt. Sieht gar nicht so schlecht aus jetzt hier mit den ganzen Bäumchen. Machen wir mal eben hier schon mal ein Wasserbecken. Ich glaube, das Wasserbecken mache ich hier hin. Auch wenn das nicht in Sichtfeld der Beobachtungsgalerie ist. Aber macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. Hier kommt dann eine Futterstation hin. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, wir machen hier ein Pflanzenfressergehege hin. Für kleine Pflanzenfresser. So. Okay. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie machen wir das hier vorne. Also ein paar Bäume können hier wirklich noch vor. Vielleicht können wir hier auch nochmal das Wasser etwas entfernen. Und dann ein paar Bäumchen davor machen. Na, das war keine smarte Stelle, wo ich das gemacht habe. Es macht keinen Sinn, direkt hier vor der Futterstation. Ja, Wasser wieder hinmalen. Wie machen wir das denn? Oder wir machen so Bäume? Ich bin mir da echt gerade noch im Unklaren. Dann sieht das eigentlich schon. Das sieht schon ganz cool aus. Dieser eine Baum hier stört mich noch. Der sieht irgendwie nicht aus. Aber ansonsten geht das schon klar. Vielleicht sollten wir hier wirklich noch den Zaun komplett drumherum ziehen. Dann können wir eben einmal testen, wie das aussehen würde. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Ob ich das jetzt einmal komplett um diesen Weg noch herum mache, diesen Zaun, oder nicht. Wie würde das aussehen? Das Ganze würde dann so aussehen. Ich glaube, das mache ich. Also es gefällt mir, glaube ich. Ja, das mache ich mal fertig. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Der Zaun ist jetzt soweit fertig. Ich habe den jetzt nicht ganz rumgezogen. Ich habe immer so an bestimmten Stellen das Ende offen gelassen. Zum Beispiel hier vorne einfach nur bis hier. Ich denke, das reicht. Und dann beginnt es hier wieder, wo das Wasser ist. Ich denke, das sieht ganz cool aus. Was mir vorhin noch aufgefallen ist beim Zaunbauen, warum das Ganze noch so ein bisschen unnatürlich tatsächlich aussieht, ist, weil einfach alles so flach ist. Ich glaube, ich muss hier wirklich noch ein bisschen mit Erhöhungen und sowas arbeiten. Ich frage mich halt gerade, wie es wäre, wenn ich zum Beispiel hinten ein bisschen erhöhe oder sowas. Oder wenn dahinter einfach irgendwas Bergiges ist, wie das dann aussieht. Es sieht jetzt einfach so, es sieht unnatürlich aus, dadurch, dass es alles so flach und eben auf dem Wasser ist. Ihr seht schon, da hinten, da wo es erhöht ist, sieht viel natürlicher aus, oder? Also ich glaube, das ist echt ein Problem. Da muss ich mal gucken, wie ich das handhabe. Also Leute, ich habe jetzt hier mal ein bisschen ausprobiert. Schaut mal, wenn ich hier anfange, das zu erhöhen. Seht ihr das? Da ist ein ganz bisschen hügelig. Dann sieht das gleich viel natürlicher aus. Und ich glaube, ich muss jetzt hier die Gebäude wirklich nochmal abreißen und nochmal ein bisschen mit den Höhenverhältnissen rumspielen. Das geht jetzt gerade nicht anders. Das werde ich mal ein bisschen machen und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie es dann aussieht. Ja, das Ganze habe ich jetzt schon so ein bisschen hügeliger gemacht und ich finde, es sieht schon natürlicher aus auf jeden Fall. Die Bäume hier hinten fehlen jetzt natürlich wieder noch. Aber ich glaube, wenn wir das alles, wir dürfen die Insel nicht einfach stumpf flach machen, das würde nicht aussehen. Wir müssen jetzt hier wieder die Bäume machen, vielleicht hinten bei den Bäumen auch nochmal ein bisschen bergiger machen. Einzige Problem ist halt immer, dass echt viel Platz verloren geht, je bergiger man etwas macht. Und wir müssen gleich auf jeden Fall alles noch etwas glätten, weil das ist alles noch sehr, sehr harte Übergänge. Also am besten einmal mit dem Glätten-Tool überall einmal rübergehen. Gerade bei den Wegen müssen wir das gleich unbedingt nochmal machen. Jetzt fangen wir erstmal an, wieder hier Bäumchen zu zeichnen. Jetzt haben wir jetzt hier relativ viel Platz. Ich habe mich übrigens jetzt nur für zwei Läden hier entschieden. Ein Restaurant und eine Spielhalle. Hat irgendwie nach der Erhöhung nicht mehr ganz so gepasst. Und ich könnte irgendwie das Restaurant noch ein bisschen nach rechts klatschen, oder? Das sieht irgendwie komisch aus da in der Kurve. Machen wir mal eben
Vielleicht können wir das auch einfach so direkt daran machen. Dann können wir das hier mit dem Zaun auch etwas anders lösen. Eigentlich geht das sogar so schon. Wobei ich kann hier den Zaun echt noch ein wenig an die Spielhalle ranmachen. Das sollte auf jeden Fall besser aussehen. So nah wie es geht zumindest. So, dann machen wir so. Dann sieht das eigentlich ganz gut aus, finde ich. Das geht klar, denke ich. Ja, und jetzt, wie gesagt, Bäume müssen wir noch zeichnen, wieder jede Menge. Bäumchens. Es müssen nicht überall Bäume sein. Es geht auch mal ohne Bäumchen. So, vereinzelt noch ein bisschen Gras, was so übersteht. So. Vielleicht auch mal hier so ein bisschen. Ja. Na, hier müssen auf jeden Fall auch noch der ein oder andere Baum hin. Ja, so. Okay. Guck mal, es sieht doch jetzt schon viel natürlicher aus, oder? Also wenn man jetzt mal den Blick auf das Gehege oder auf diese Insel hier vergleicht mit dem Blick zuvor, sieht schon cool aus, da auch hinten mit der Einschienenbahn. Gut, die Einschienenbahnstrecke, die ist noch nicht ideal, aber das werden wir auf jeden Fall noch ändern. Und wir müssen jetzt halt gucken, dass wir noch, ja, ihr seht schon hier diese harten Kanten in den Wegen und so. Das müssen wir alles noch ein bisschen glätten, definitiv. Dafür ist dieses Tool echt gut. Und schon hat man hier vernünftige Wege. Wir müssen nur aufpassen mit dem Wasser. Hier vorne habe ich es natürlich flach gelassen. Sollte ja auch so sein. Hier, das geht. Hier wird es nochmal kritisch. Im Gehege selbst. So. Gut, dass jetzt hier so eine Kante drin ist, das macht nichts. Es bleibt einfach so. Sonst nicht weiter stellen. Hier beim Wasser müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier beim Glätten nichts kaputt machen. Das passt, das passt. Und diese kleinen Bäume, die können gerne kommen. Da habe ich kein Problem mit. So, dann schauen wir mal. Ja, man kann auf jeden Fall auf das Gehege schauen von hier aus und natürlich auch den Rest des Parks begutachten. Ah, gefällt mir, gefällt mir. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall so lassen. Das soll es auch für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was für Dinosaurier wir hier in dieses Gehege packen sollen. Ich hätte es am liebsten, wenn wir hier Pflanzenfresserei machen, aber ihr könnt auch gerne Fleischfresser vorschlagen. Ich werde mir auf jeden Fall alle Kommentare durchlesen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Euer Dani.